Ja, grüße Gott, Madel und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alperlach, wieder vom Balkon, weil heute haben wir alle Jahreszeiten an einem Tag und hier sind wir geschützt. Und wir haben was gemacht, was die Seele und das Herz erwärmt. Etwas Wunderbares, nämlich das da. Ein Mango-Kokos-Chicken und das ist richtig geil. Das ist übrigens nicht Kokosnuss, sondern Klebreis. Ja, wisst ihr es ja. Von der Stirne heiß kleben muss der Reis. Und wie wir das Ganze gemacht haben, das sage ich jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unser Mango-Kokos-Chicken? Liegt vor mir. Da haben wir Hühner, Oberkeulen. Die habe ich gehäutet und einen Knochen rausgemacht. Rechnen Sie mal so 2 bis 3 Stück pro Person. Dann haben wir hier Mango. Die hat vorher so ausgeschaut. Gehackten Knoblauch. Frühlingszwiebeln, Limetten, Kokosnussmilch, Sriracha-Soße. Das ist so ein Bio-Gemüsepulver, Bio-Gemüsebrühpulver. Normal nimmt man da Miso, diese japanische Paste, haben wir leider nicht gekriegt. Hier haben wir Ingwer geschält und gehackt, Limette schon gehabt. Ja. Haben wir ein Woköl, da ist mit den Erdnuss, Sonnenblumen und Kokos, das passt. Salz, Pfeffer und hier drüben noch ein bisschen Basilikum. Das Ganze machen wir hier hinten in einer Gusseisenpfanne und die steht auf dem Kardak und wird schon warm. Das Huhn werden wir einfach ein bisschen salzen und pfeffern. Von beiden Seiten. Damit es hier so ein bisschen Probehindel rein da. Du musst das schön spritzen. Tust es. So, und die freie Kamerafrau nicht. Das Händel werden wir jetzt von beiden Seiten ein bisschen anbräunen. Man sieht es nicht, man sieht es nicht. Die Hühner drehen wir dann um, wenn sie auf der anderen Seite gebräunt sind und geben ihn nach so 1-2 Minuten auf der anderen Seite. Dann geben wir unseren gehackten Knoblauch und Ingwer dazu. Oh, das ist geil. Das riecht geil. Minütchen ungefähr und dann kommt eigentlich nur noch der Rest dazu. Kokosmilch. Da drehe ich jetzt die Hitze ein bisschen zurück. Dann kommt die Mango dazu. Sriracha-Sauce, Esslöffel, Teelöffel ungefähr. Unser Miso-Ersatz. Und Basilikum. Ihr schmeißt dann einfach ein bisschen weniger daneben. Das Regnen hat es wieder aufgehört. Das Ganze muss jetzt eigentlich nur noch 20 Minuten köcheln. Reis machen wir dabei, oder? Ja. Reis passt dazu wie Arsch auf Auge oder Faust auf Eimer. Nach 10 Minuten, naja, 12 Minuten, schaut das Ganze so aus. Also die Soße wird langsam cremig, wird schön gelb und es riecht wie beim Winter, gell? Mhm. Woher kommt das? Der Ingwer und der Knoblauch. Genau. Mango Chicken gibt es viel in Asien. Das ist jetzt ein Rezept, das halt ich kenne.
Schmeckt aber fast wie bei uns im Inder, gell? Der arme Kerl macht da kein Geschäft mehr mit uns. Sagt meine Frau gerade, warum haben wir eigentlich das Huhn nicht klein geschnitten? Ich fand, das war klein genug. Aber wir werden es jetzt raus kurz, das Fleisch, schneiden es ein bisschen kleiner und dann gleich wieder zurück, weil in 5 Minuten müsste es eigentlich fertig sein. Die ist schon durch, oder? Also wir schneiden es nochmal klein, geben es nochmal 5 Minuten in Soße und sobald der Reis fertig ist. Hä? Was meinst du? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn wir es auf ganz kleiner Flamme noch drauf lassen. So, schaut es jetzt eher aus wie beim Indersportl. Und zurück. Da schaut. Meine Freunde sind wieder da. Mangosauce durchrühren. Ganz klein noch ein bisschen weiter köcheln. Ja, eigentlich ist das ja schon fast perfekt, gell? So, dann schauen wir noch mal Reis. 20 Minuten vorbei, jetzt sind wir fertig. Was meine Frau nicht weiß, ist, dass ich einen Probierlöffel habe. So schaut's aus. Es riecht unglaublich, so schaut's jetzt schon mal aus hier. Und so ist es schon cremig. Ne? Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ich muss schnell das Gas ausschalten. Sekunde. Süß, scharf, kokosig, mangisch. Kann es gar nicht beschreiben. Am besten richten wir es an. Dann können wir es euch zumindest zeigen. Ich hingegen, gell? Wow, frischer Löffel. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es angerichtet ist. Wir haben noch ein bisschen Klebreis dazu, wie sie das gehört. Bitteschön. Unser wundervolles Mango Chicken, ein bisschen Limette, wer will, kann sich das noch drüber träufeln. Wer nicht will, macht's nicht. Schnelle, einfache Nummer, ihr habt es gesehen. Da ist jetzt wirklich nicht viel Zauberei dabei. Vielleicht ein bisschen Probleme, wenn man Miso-Paste braucht, dass man die kriegt. Ansonsten, Rezept steht unter dem Video und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Dazu passt eigentlich am besten ein Bier. Und zwar haben wir hier ein Maxlreider Schlosstrunk. Und die mache ich jetzt auf. Naja, toll. Jetzt lassen wir ihn ins Bier fließen, gell? Ins Griergerl. Den Schlosstrunk. Ui. Schön dunkel, gell? Max Rainer macht ja auch Weißbier, oder? War das nicht so? Und das ist halt ein Schlosstrunk. Schön schaut's aus. Auf euer Wohl. Sehr gut. Ist, glaube ich, auch ein Weißbier. Ein feuchtes Glasl. Nein, das ist ein Kellerbier. Das ist kein Weißbier. Ja? Aber es ist sehr obergärig und sehr naturtrübes Kellerbier. Genau. Also dann nehme ich euch zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist ein Kellerbier. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch, netter Kommentar. Wäre super. Abonnement hier. Gerne auch drüben bei Camp und Grill. Auf euer Wohl. Macht es gut und pfiat's euch.